So, dann hier, genau, das habe ich gemeint. Wieso haben wir das denn nicht mitgenommen? Wie kommt man denn da überhaupt hin? Das ist ja jetzt schon wieder eine Sache, die mich wahrscheinlich in die Verzweiflung treiben wird. Wir werden wahrscheinlich da irgendwie hoch müssen. Oder können wir hier einmal so drum herumlaufen? Jetzt muss ich mal gerade wieder so ein bisschen schauen, wo es lang gehen mag. Oh, erstmal wollen wir hier die Gelehrte wiederbeleben natürlich. Dumm-di-dumm-di-dumm. Wir sind fast da. Wunderbar. Auf geht's. Ja, auf geht's, genau. Ich guck noch mal gerade auf die Karte. Ach, das ist ja eigentlich noch ein Stückchen weiter weg, ne? Vielleicht kann man dann ja hier irgendwie so... Ach, Mensch, ja. Und hier war dieses eine Event, von dem ich nicht weiß, haben wir das... Ah, da hinten, wo wir als hier Dosenöffner drin rumgelaufen sind. Ich entsinne mich. Ach so, hier können wir doch mitnehmen. Renn ich doch einfach dran vorbei. Mir nichts, dir nichts an dem schönen Silbererz. Lapisklumpen aus Lapis Lazui, oder wie das heißt. Ach, Schei, Mensch, du bist aber auch, ne? Das ist schon ganz schön anstrengend. Also du hast das auch nicht leicht, muss ich ja sagen. Hier ein bisschen was pflücken, da ein bisschen was abernten. Ah, Frosttorfälle, das klingt herzallerliebst. Da haben wir es doch schon. Helft der Abtei, den Schauflerübergriff zu stoppen. So wie, wow, was ist denn das hier? Guckt euch das mal an, wie genial. Aua, aua. Zerstört Mörser, Geschütztürme, Transportpanzer, Türme und Verstärkungen der Schaufler und erledigt Höhlenspinnen und ihre Nester. Nein, bitte nicht. Ach, wir hatten so schöne Folgen ohne Spinnen und jetzt müssen sie auf einmal wieder aufkreuzen. Aufkreuzen, wollte ich sagen. Aufkreuzen, auftauchen. Ja, das war jetzt eine schöne Zusammensetzung zweier Wörter, was mir ja auch des Öfteren mal passiert. Oh, raus da, schreit. Ach nein, Mist. Die kam da jetzt nicht raus. Wegen der Pfote von dem Drachen oder was das hier ist. Oder der Schwanz oder die Echse oder... Naja, wie auch immer. So, den Eiselementar noch. Und dann würde ich mir gerne mal diese Skulpturen da angucken oder was das sein sollen. Ja, jetzt muss ich rausspringen und habe somit die Fähigkeit wieder unterbrochen. Ja, ach Schei, du bist schon wieder am Rummeckern. Ist halt nicht so schön im Hain mit Tropen und was weiß ich nicht alles. Ja, hier ist es halt nun mal ein bisschen... gefährlicher und kühler und sibirischer. Oh ja, hier, guckt euch das mal an. Ja, was soll denn das sein? Drachen? Sind das Drachen? Drachen, Echsen, Echsen, Drachen. Das ist ja alles eine Familie, was soll's. Ja, tja, nun, also, wir haben zwar jetzt schon mal die Aufgabe, aber aufheben, Eisscherbe. Ja, jetzt haben wir hier wieder so ein doofes Ding in der Hand, ne? Ja, komm, weg damit. Brauchen wir nicht. Also wir haben jetzt hier zwar die Aufgabe, aber so wirklich, wo wir hin müssen, wissen wir nicht, ne? Hm. Hier haben wir... Ach, kann er uns vielleicht was dazu erzählen? Möge oder die? Mir euch erleuchten. Hallo, eure Reisen verliefen gut, hoffe ich. In der Tat, ich danke euch. Und ihr, was führt euch hierher? Ich studiere diese Deldrimor-Bauten für die Abtei, aber irgendetwas scheint zu fehlen. Ein Teil des Mechanismus funktioniert nicht. Ihr seid in letzter Zeit nicht zufällig über irgendwelche merkwürdigen Objekte gestolpert. Was denn für seltsame Objekte? Vermutlich eine Art manuelles Aktivierungsgerät, ein Hebel oder Schalter vielleicht. Schwer zu sagen, aber das wäre meine Vermutung. Wo würde sich denn sowas befinden? Wenn ich das wüsste, wäre ich bereits fertig. Vielleicht solltet ihr zuerst bei den Schauflern danach suchen. Sie verwenden bei ihren Projekten oft Deldrimor-Teile. Allerdings kann etwas kreative Überzeugungsarbeit notwendig werden. Alles klar. Ich verstehe. Danke für den Hinweis. Ja, also wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, guck mal, hier haben wir wieder so ein Pinipal. Pinipal, Pinipal. Palalalala. Die sind ja auch irgendwie knuffig, ne? Ach, sind das so Quaggans? Oder irgendwie so eine Unterart oder sowas von denen? Hießen die Quaggans? Ja, ich glaube schon. So, oh, guck mal, der hat ja einen Namen. Phyllis, stimmt auf Gegner zu. Hallo, Phyllis. Hallo. Naja. Ach, guck mal, hier haben wir doch Schaufler. Wie war denn das jetzt hier mit der Aufgabe? Wo ist denn die Aufgabe? Ach, da oben. Mann, Schei, wo rennst du denn rum? Was ist denn das zu fassen? Ja, super. Dann setz es doch mal bitte ein. Wenn es schon auf Maximum ist, dann... So, können wir jetzt hier einmal irgendwie... Müssen wir hier einmal rum? So, ich lasse den Schaufler jetzt mal in Frieden. Ah, oh Mann, Leute, Leute. Nee, guck mal, das ist doch... Ich hasse es, Karten zu lesen. Ach, Mann. Ach, nee, wartet mal. Wir machen die jetzt doch mal hier kaputt. Ja, ich kann das auch im Real Life nicht. Das finde ich ganz furchtbar. Ich bin ja schon immer ganz froh, wenn wir irgendwo im Ausland unterwegs sind,
Dann haben wir unser tolles Smartphone, was auch gleichzeitig unser Navigationssystem ist. Und das ist dann immer für mich sehr angenehm, weil ich dann keine Karte lesen muss. Ja. Denn da verzweifle ich schier dran. Also, wenn ich mich ganz, ganz doll konzentriere, dann geht's. Aber da habe ich meistens keine Lust zu, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, und da ein Hoch auf die Technik, auch wenn ich ja eigentlich überhaupt kein Technik-Fan bin. Ja, ist schon irgendwie, ist das schon ein wenig ironisch, oder? Sitzt hier an einem Laptop und macht Let's Plays, aber Technik doof finden. Ach ja, so ist das. Ach, guck mal, hier ist so eine Treppe, so eine eiserne Treppe. Eiserne, ja, eine Eistreppe, nicht eine eiserne. Eine Schneetreppe vielmehr. Ja. Und hier bei mir daheim, also nicht direkt zu Hause in der Wohnung, sondern draußen, da schmilzt der Schnee. So langsam, aber sicher. Wir hatten am letzten Wochenende nochmal so einen richtig schönen Schneefall gehabt. Und jetzt, ja, kommt wahrscheinlich der Frühling heraus. Oh, da haben wir einen Veteran, kommt der hier runtergerannt. Jetzt kommt wahrscheinlich der Frühling heraus und das, ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin ja ein Wintermensch, das habe ich ja schon mal erzählt und ach, das war nochmal so ein richtig schöner Abschluss. Ich bezweifle mal, dass es jetzt noch großartig weiter schneien wird und deswegen genieße ich den Lornas Pass umso mehr mit seinen kleinen Schneegebieten hier. Und das Gebiet hier ist auch wirklich sehr abwechslungsreich, muss ich sagen. Was ist denn mit meinem Hund? Ist der tot? Och Mann, das gibt's nicht. Da ist er schon wieder gestorben. Ah ja, schmeiß uns doch gleich irgendwie die ganze Treppe hinunter, bitte. Ich möchte auch jemanden wegschmeißen können, so richtig. Das wäre mal schön. So richtig weit wegkicken. Mann. So, ich habe gesehen, da hinten links, der greift uns auch noch an, ne? Wie kommt der denn dazu? So, Veteran ist hinüber. Wow, oh Leute, hier ist aber ganz schön was los. Und ganz schön viele Schluchten. Viel zu viele, wenn man mich fragt. Und die haben eine ganz schöne Aggro-Reichweite hier, ne, die Schaufler. Und ich habe ein bisschen Angst, da am Abgrund zu kämpfen. Ich hoffe mal nicht, dass wir darunter geschleudert werden. Ihr erinnert euch bestimmt an die schöne Vogelfolge. Sag das mal ganz oft hintereinander. war ich ja auch ganz leicht abgelenkt gewesen, wie man gesehen hat. Ganz leicht. Und das soll mir jetzt hier nicht noch einmal passieren, aber die Vögelchen sind auch im Moment nicht da. Die werden auch wahrscheinlich heute nicht wiederkommen. Es ist schon viel zu spät. Kommen immer früh und dann kommen sie meistens noch mal ein bisschen später am Abend. Aber diesmal glaube ich nicht mehr, dass sie sich heute noch mal blicken lassen werden. Bonnie und Clyde, jawohl. Wie gesagt, ich werde es mal versuchen zu fotografieren. Und dann kann ich sie mal auf Facebook posten. Ihr habt ja so oft nach ihnen gefragt. Und dann seht ihr die beiden auch mal und haltet mich nicht für bescheuert oder denkt, ich habe mir das ja ausgedacht oder so. Nein, nein. Hier sind wirklich welche. So, diese Schaufler hier, die sehen auch wirklich richtig putzig aus, ne? Also so richtig, also es war jetzt Ironie. So. Manchmal muss man das ja dazu sagen, dass man etwas ironisch meint, weil das ja auch ziemlich oft falsch rüberkommt. Ist mir mal gerade hier auf YouTube aufgefallen. Da sagt man was und dann wird da gleich irgendwie rumgestänkert. Also vielleicht sollte ich auch irgendwie so ein Sarkasmus-Schild hochhalten. Ja, wir kommen jetzt hier schon ganz gut vorwärts mit unserer Aufgabe. Dabei haben wir hier nur ein paar Schaufler irgendwie dezimiert. Und mal gucken, was wir hier haben. Ist das so ein Geschützturm oder so? Obwohl, das sieht eigentlich eher aus wie so eine Zelle. Oder? Wie so ein mittelalterlicher, weiß ich nicht. Da wird die Hexe erstmal drin aufbewahrt, bevor sie auf den Scheiterhaufen geht. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, jetzt doch nicht mehr. Guckt euch das mal an. Auf einmal bewegte es sich und wurde zu Leben. So, was haben wir denn hier? Beschützt die gelehrte Penta, während sie die Schriften untersucht? Hä, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir hier auch noch nebenbei ein Event machen. Das ist ja ganz toll. Oh, was haben wir denn hier jetzt für ein cooles Ding gefunden? Oh. Okay, das legen wir uns auf jeden Fall mal auf Seite, würde ich sagen. Denn das hat sich jetzt nicht schlecht angehört. Ach, guck mal hier, Zitronen oder Orangen oder was das waren. Lecker. Da kriege ich schon wieder Hunger. Das gibt es nicht. Ich bin so verfressen. Dann machen wir jetzt hier mal den Transporter kaputt. Natürlich auch wieder schön mit dem Schwert drauf. Na klar, was denn sonst? Und ich glaube, wir nähern uns langsam doch tatsächlich unserer... Wir nähern uns jetzt langsam doch tatsächlich dem Aufgabensteller.
So, und was haben wir hier Nettes rumfliegen? Auch eine Kriegerin oder so? Oder ein Wächter oder wie auch immer. So, hoppala. Jetzt habe ich falsche Taste gedrückt. Ich wollte F drücken und habe aus Versehen H gedrückt. Ja, die beiden Tasten, die kann man schon mal miteinander verwechseln. Die leben ja direkt nebeneinander. Die leben, habe ich jetzt gesagt. Die liegen direkt nebeneinander. Nein, tun sie natürlich nicht. Ich weiß, da ist noch G dazwischen. Oh, das war schön. Das war ein richtig großer Rums, den Scheider gemacht hat. Was bist du denn? Du bist ein Wächter. Mal sieh mal einer an. Ach ja, da haben wir die Spinnen. Ach, guck mal, die haben wir ja jetzt gar nicht irgendwie, ne? Oder ist das das Pet von der... Ach nee, Quatsch, kann ja kein Pet sein, wenn es ein Krieger ist. Ach man, Schei, du bist aber auch manchmal ein bisschen dumm. So, die Spinnen haben wir jedenfalls schön außen vor gelassen. Wir gehen da jetzt auch nicht rein. Nein, das muss ja gar nicht sein. Es sei denn, da ist eine Sehenswürdigkeit drin, ne? Na gut, dann gehen wir mal so lange da rein, bis wir die Sehenswürdigkeit haben und drehen dann aber sofort wieder um. Ja, das war's schon. Prima und tschüss. Dann soll es zurückgehen. Sowas greift uns denn hier noch an? Das ist ja heute furchtbar. Ich möchte eigentlich mal eben gerne zu dem Auftraggeber gehen, einfach um mal da gewesen zu sein. Und ich renne jetzt einfach mal wieder ganz feige weiter, in der Hoffnung, dass uns der Schaufler nicht verfolgt, bis wir angekommen sind. Oh, ich habe jetzt da Rinz im Wind gelesen, aber fast. Na, wo ist er? Wo ist er? Kommt er? Kommt er? Sieht nicht so aus. Dann lesen wir mal unsere Post. Sicher Schacht? Oh Gottchen. Sicher in den Schacht? Eure Hilfe an den Frosttorfällen hat uns die Arbeit erheblich erleichtert. Ohne die Bedrohung durch die Schaufler konnten unsere Leute in die Gruft dort vordringen und sie erforschen. Wir haben bereits wertvolle Artefakte entdeckt. Die Abtei dankt euch, dass ihr uns den Weg frei gemacht habt. Ja, wir machen den Weg frei, Volksbank. So, da oben haben wir auf jeden Fall noch eine Sehenswürdigkeit. Jetzt ist die Frage, kommt man dann von hier aus dahin oder wie sehe ich das? Hier haben wir einen Fertigkeitspunkt. Ich weiß aber nicht, ob der, ne, auf welcher Seite der noch liegt. Hier scheinen wir soweit erstmal alles abgeklappert zu haben. Hier ist die Frage, gehört das noch zum Lorna's Pass oder ist das schon der nächste, das nächste Gebiet? Ich weiß es nicht. Und ich sehe jetzt gerade kein Herz, das wir übersehen haben, aber das heißt ja nichts. Und dann geht es hier unten vielleicht noch. Geht es hier unten noch weiter? Ist das auch noch der Lorna's Pass? Also ich werde jetzt erstmal versuchen, hier hochzulaufen, weiter einfach an dem hier vorbei. Mal gucken, ob das geht. Ob wir dann da oben zu dieser einen Sehenswürdigkeit kommen. Ich hoffe es zumindest. Vermutlich haben wir die mal übersehen oder aber ich kam von unten nicht hin. Das kann natürlich auch sein. Gut, wir sind noch gerade mal eben so den Greifen ausgewichen. Ach Mist. Aber den hier, den werden wir nicht ausweichen können und deswegen nehmen wir sie mal fix mit. Wir waren ja hier schon mal irgendwo, wo Greife waren, ne? Relativ am Anfang. Ich weiß nicht, ob das hier war, ehrlich gesagt. Upsala, ihr wisst ja, mein Orientierungssinn ist ja der allerbeste. So, und auch wieder jetzt muss ich alle 2 Meter auf die Karte gucken, obwohl ich ungefähr weiß, wo es hingeht. Aber ich möchte mich ja immer ständig vergewissern. Und das ist auch so eine Sache, die im Real Life nicht anders ist. Denn da gucke ich auch immer, wenn ich zum Beispiel zum Einkaufen gehe, dann gucke ich auf dem Weg. Also ich packe meine Tasche, tue mein Portemonnaie hinein, weil meistens ist es sowieso schon da drin. Und dann gucke ich, oh, naja, habe ich genug Geld dabei und ist alles drin und so weiter und so fort. Und dann gehe ich aus der Tür raus und bin dann unten auf der Straße, gucke dann auch nochmal nach. So habe ich es auch wirklich eingepackt. Und juhu, da haben wir die Sehenswürdigkeit. Prima. Und können wir uns hier rumschlängeln zum Fertigkeitspunkt. Das wäre natürlich auch ganz schön. Und da hinten irgendwo haben wir einen Aussichtspunkt, aber den holen wir dann ein andermal. Naja, und dann so kurz bevor ich dann bei dem Einkaufsladen, bei dem Supermarkt oder was auch immer angekommen bin, gucke ich auch nochmal nach, ob ich mein Portemonnaie auch wirklich, wirklich, wirklich eingepackt habe. Also das ist total bekloppt irgendwie. Oder wenn wir mal am Wochenende nicht da sind, dann stellen wir halt Wasser, Gas und Strom ab. Und da wird dann auch irgendwie mal 100-mal von mir nachkontrolliert, ob es auch wirklich so ist. Und selbst dann bin ich mir manchmal so total unsicher, ob wir auch wirklich alles ausgemacht haben. Also das ist richtig bescheuert manchmal bei mir. Das ist so eine kleine Macke, glaube ich, die ich habe. Eine von vielen. Und ich hoffe ja... Oh,
Wow. Sekunde mal, werden wir irgendwie gerade angegriffen? Nein, gefrorenes Portal. Fertigkeitsherausforderung. Okay, zuhören. Vom Portal her ertönt eine knarzende Stimme. Seid ihr wirklich so dumm, euch gegen uns zu stellen? Oh oh. Ich bin bereit für jede Herausforderung. Oh. Weiß ich allerdings nicht, ob ich das wirklich bin. Okay, du bist alleine. Mein Adrenalin ist aufgefüllt. Bist du alleine? Nee, du hast doch noch irgendwie so ein komisches Geflügeltes bei dir. Naja, dann wollen wir mal gucken, ob das hier alles klappt. So raus aus dem Kreisel bitte. So, der Wolf, der ist wirklich schon eine sehr gute Hilfestellung. So, dann bitte noch den hier, weil wir müssen wahrscheinlich sowieso auch noch die anderen Gegner hier umhauen. Das hatte ich ja schon mal erwähnt, das finde ich ganz cool gemacht, dass man nicht einfach nur den Hauptmob umhauen muss und das war's dann, sondern dass man auch wirklich dann die Gehilfen umhauen muss, damit man auch alles, also damit man auch die komplette Aufgabe dann abschließt. So, jetzt haben wir hier den Eiskobold und der macht jetzt eine AE, ich sehe es, aber ich habe jetzt keine Lust auszuweichen, beziehungsweise habe ich die Befürchtung, wenn ich ausweiche, dann in andere Eiselementare zu rennen und das muss ja nicht wirklich sein. So, der ist auch jetzt nicht so eine große Herausforderung hier, wie mir scheint. Nach hinten können wir allerdings ausweichen, so. Allerdings ist unser Hund schon wieder tot. Naja, was soll's. Und immer wenn ich sage, das ist keine große Herausforderung, geht's ja meistens in die Hose, wie das halt so ist. Aber, so, jetzt weichen wir nochmal aus. Ach, komm her jetzt. Das finde ich halt immer so ein bisschen nervig, wenn eigentlich ein Gegner keine Herausforderung darstellt und, das dann halt immer trotzdem ewig dauert, bis man den kaputt gehauen hat, weil der halt ziemlich viel aushält, aber dann halt auch wieder keinen Schaden austeilt. Und das ist dann immer so ein Hinhalten irgendwie. Aber naja, was soll's. So, jetzt noch einmal diesen hier und dann bitte noch die F1-Fähigkeit. Und dann soll es das doch bitte fast gewesen sein. Los, kipp um. Super, wunderbar. Und was wir nicht alles erreicht haben. Fertigkeitspunkt und der Levelaufstieg. Juhu!